Manchmal zweifle ich echt an dem gesunden Menschenverstand. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass es Menschen gibt, die sich so sehr über die Aha-Regeln und allen voran über die Maske aufregen. Da gab es jetzt nämlich ein Eklat, weswegen ich auch dieses Video mache, auf den ich gestern durch einen meiner Stammzuschauer, den Simon M., Grüße gehen an dieser Stelle raus, aufmerksam gemacht worden bin. Im UCI in Hamburg war ein Pärchen unterwegs, die wollten da einen Film gucken und zu einem Film gehört natürlich auch Popcorn oder Nachos, also was zu futtern und was zu trinken. Und das wollten die da kaufen. Das wurde denen aber verweigert, weil vor allem wahrscheinlich sie, ob der Mann eine Maske trug, wissen wir nicht, aber vor allem sie, die Frau, die Schwangere, keine Maske getragen hat. Da hat der Mitarbeiter vom UCI gesagt: Leute, geht nicht, ich kann euch nichts verkaufen, ich darf euch nicht bedienen, ehe ihr nicht die Maske aufsetzt, beziehungsweise die Frau die Maske aufsetzt. Jetzt muss man wissen, ich weiß nicht, wie es im UCI in Hamburg geregelt ist. Hier ist es so: Maskenpflicht in allen Räumlichkeiten im Kino, Maske nur abnehmen, wenn du auf deinen vier Buchstaben auf deinem Platz im Kinosaal sitzt. Das sind einfache Regeln, die ich auch für berechtigt empfinde. In einer Zeit, in der ein Virus nicht nur hier und da mal lokal ausbricht, sondern eben weltumspannt im Sinne einer Pandemie gerade am Wüten ist. Ich finde das gut, dass wir diese Maskenregelung haben. Und diesbezüglich habe ich auch bezogen auf den Inhalt des Videos natürlich auch schon eine Position gefasst, welche Meinung ich hier teile. Ja, ich bin, was jetzt den Inhalt des Videos, den Kontext anbelangt, definitiv auf der Seite des Mitarbeiters und kann das Verhalten des Freundes gegenüber dem Mitarbeiter mal so gar nicht verstehen. Der Freund und seine Freundin stehen da rum und sie schweigt die ganze Zeit, sieht die ganze Zeit auch ein bisschen irgendwie genervt aus. Vielleicht war ihr die Situation auch peinlich, würde mich nicht wundern. Oder sie war einfach nur sauer und sah angepisst aus, weil sie kein Popcorn bekommen hat. Das kann auch sein, man weiß es nicht. Sie hat ja nichts gesagt. War auch in der Situation wahrscheinlich besser. Aber nevertheless ist das eine unschöne Situation gewesen, die wir uns jetzt auch einfach mal vom O-Ton her anhören. Ich werde das Video nicht zeigen, um die Identitäten hier trotzdem natürlich zu schützen, auch wenn wir die Stimmen quasi ja hören, einfach an des Mitarbeiters und des Mannes, der das Video aufgenommen hat, der aber zu keinem Zeitpunkt den Mut aufgebracht hat, sich selber mal quasi auch mit seinem Bild der Öffentlichkeit zu präsentieren, die nunmehr ja in der Lage ist, das Video zu sehen, ne? Der Fokus der Kamera liegt größtenteils auf dem Mitarbeiter und auch in gewissen Szenen auf seiner Freundin, was ich irgendwie bezeichnend finde, ne? Also er redet die ganze Zeit, spielt sich als großer Macker auf, aber zeigt kein einziges Mal sein Gesicht. Das ist auch ein bisschen, naja, fadenscheinig. Okay, jetzt gucken wir uns erst einmal das Video an. Also ich gucke es mir an, ihr hört es euch an und zwischendurch pausiere ich, um das zu kommentieren. Let's go. Einmal Popcorn haben? Nein. Also ist das richtig, dass Sie einer schwangeren Frau kein Popcorn verkaufen? Kann ich das richtig? Verstehe ich das Weil richtig? Sie die Maske nicht tragen möchten. Sie könnten Weil jetzt wir die die Maske Maske. nicht tragen? Okay, also der Freund bezeichnet erst einmal so die Situation, wie sie sich ihm präsentiert. Dürfen wir Popcorn kaufen? Da sagt der Mitarbeiter nein, weil sie die Maske nicht tragen möchte. Das impliziert also: Im Vorfeld dieses Videos hat bereits ein Gespräch stattgefunden, in der offensichtlich der Mitarbeiter die Frau gebeten hat, die Maske aufzusetzen. Das scheint sie verweigert zu haben, denn sie möchte augenscheinlich die Maske nicht aufsetzen. Der Freund bricht die Gesamtsituation nochmal herunter auf: Aha, weil wir also die Maske nicht tragen möchten. Oder entweder weil sie, also beide, die ihn nicht tragen möchten, oder nur sie. Also ich weiß gerade auch nicht, weil wir ihn ja nicht sehen, ob er eine Maske trägt oder nicht. Auf jeden Fall, sie trägt auf jeden Fall keine Maske und das ist der Grund, weswegen jetzt dieser Frau auch nichts verkauft wird. Das macht meiner Ansicht nach Sinn und würde bei normalen und zivilisiert miteinander umgehenden Menschen dazu führen, dass man dann sagt: Okay, ich analysiere die Situation, wir haben eine Pandemie, es gibt Regeln, an die wir uns alle halten müssen. Schatz, zieh doch bitte die Maske auf, der Mann hat vollkommen recht. Du musst deine Maske aufsetzen, um zu bestellen. Dann nehmen wir das alles mit und gehen auf unseren Platz. Die Maske wird abgenommen. Du darfst sie natürlich dann auch wieder abnehmen und dann können wir den Film genießen, essen und alle sind glücklich. So hätte nach 11 Sekunden die ganze Situation meiner Ansicht nach auch schon entschärft werden können und es wäre niemals zu dieser Eskalation gekommen, die wir uns jetzt weiter ansehen werden. Beziehungsweise ihr hören, ich mitunter hören und sehen. Unter Hausrecht. Jetzt.
Wollen Sie der schwangeren Frau kein Popcorn verkaufen? Ist das Ihr Ernst? Ich sage dazu gar nicht. Ich werde gegen Sie eine Anzeige. Ja, versuchen Sie es. Ja. Aber ich möchte nicht, dass Sie mich filmen. Also, Sie wollen dieser schwangeren Frau kein Popcorn verkaufen. Und dann, das alleine ist schon eine abstruse Aussage schlechthin. Aber okay, dazu kommen wir später, weil das Thema Popcorn wird gleich nochmal aufgegriffen. Und dann sagt er, der Freund, Sie wollen also dieser schwangeren Frau kein Popcorn verkaufen, ich werde sie anzeigen. Da muss man sich natürlich fragen, jemand mit gesundem Menschenverstand, was ist denn der Tatbestand, weswegen denn der Freund jetzt den Mitarbeiter anzeigen möchte? Der Mitarbeiter bringt nämlich direkt ein richtig, meiner Ansicht nach, gutes und kräftiges Gegenargument rein. Hausrecht. Ne? Und das Hausrecht haben die sich ja auch so, wie es besteht, nicht ausgesucht in Bezug auf den Umgang mit Covid-19. Es ist einfach die Richtlinie, die Gesetzeslage, in solchen Räumen, wo Menschen zusammenkommen, eine Maske zu tragen. Und natürlich gibt es auch bei Kinobetreibern den entsprechenden Verweis darauf, die Maske aufzusetzen in den entsprechenden Räumlichkeiten außerhalb des Kinosaales, wenn man nicht gerade auf seinem Platz sitzt. Das ist eine ganz klare Kiste. Da gibt es meiner Ansicht nach auch keine Diskussion drüber. Das kann man auch nicht irgendwie anders sehen, finde ich. Da ist es einfach mal eindeutig. Hören wir weiter rein. Das ist mir völlig egal. Ja, das klären wir gleich mit der Polizei. Ja, das können wir gerne gleich klären. Sie verkaufen einer Frau, einer schwangeren Frau, kein zu essen. Ey. Was sind Sie für ein abscheulicher Mensch? Ey. Sie verkaufen einer schwangeren Frau kein Essen. Also, ich bin ja wirklich Vollblut-Cineast. Ich würde am liebsten in ein Kino ziehen und da leben mit Wohnzimmer und allem drum und dran. Als ich würde da leben. Im Kühlschrank gäbe es Popcornmilch. Es gäbe nur Popcornbrot. Es gäbe Popcornaufstrich. Es wäre alles aus Popcorn und Nachos. Und das wäre mein persönliches Schlaraffenland. Aber das ist ja nicht die Realität. Ne? Für mich ist Popcorn kein essentielles Grundnahrungsmittel. Und davon Essen zu sprechen, das ist ein Genussmittel. Es ist ja noch nicht mal wirklich insofern, natürlich ist es ein Nahrungsmittel, aber es ist ja noch nicht mal wirklich nahrhaft. Da also wirklich von Essen zu sprechen, einer Mahlzeit, das wird mir also bei Popcorn niemals wirklich in den Sinn kommen. Natürlich ist es lecker, es ist ein Genuss. Aber in dem Fall von Essensverweigerung zu sprechen, natürlich verweigert ihr das Popcorn, ja, der Mitarbeiter verweigert ihr aber auch berechtigterweise den Kauf und de facto auch den Genuss vom Popcorn, eben weil sie sich nicht an die Regeln hält, die es zu befolgen gilt, um Popcorn kaufen zu dürfen. Ist leider so. Okay, wir hören weiter rein, es wird nämlich noch toller. Tut mir so leid. Netter Mensch. Netter Mensch, ein netter Mensch verkauft einer schwangeren Frau kein zu essen, weil sie keine ist das Maske trägt. Notwendig, dass sie unbedingt Popcorn hat. Diese Frau hat Hunger, sie ist schwanger. Ja. Ich glaube, sie guckt auch inzwischen, also die Kamera schwenkt hier richtig, richtig gut hin und her, der sollte nach Hollywood gehen. Also die Schwenks zu dem Mitarbeiter und seiner Freundin sind echt epic. Und ich glaube, sie guckt ihn auch inzwischen böse an. Also ich bin echt gespannt. Also das würde mich echt interessieren, wie da der Nachgang war in der Beziehung. Aber okay, sie verkaufen einer schwangeren Frau kein Essen. Die Frau hat Hunger. Ja, meine Güte, dann geht nach Hause und macht euch eine Pommes warm oder so, was weiß ich denn. Aber die Situation bleibt ja bis zum jetzigen Zeitpunkt immer noch die gleiche. Es gibt Regeln, an die hält man sich, und wenn man sich an die nicht halten möchte, dann fliegt man raus. Bis dato immer noch alles an sich, meiner Ansicht nach, maximal eindeutig. Und ich finde den Mitarbeiter übrigens richtig, richtig cool. Der ist hier richtig professionell, richtig entspannt, versucht deeskalierend sogar einzuwirken. Hat ja, glaube ich, auch gerade so, das hat man im Hintergrund gehört, während der Typ wieder so aufbauschend sich mit der Stimme präsentiert hat, dass er ihm sogar, glaube ich, einen Visier angeboten hat, beziehungsweise ihr ein Visier angeboten hat. Also er ist ihm sogar noch entgegengekommen, also ihm und ihr entgegengekommen, um die Situation zu deeskalieren. Maximal ehrenhafter Typ auf jeden Fall. Mitarbeiter des Monats. Mindestens. Ja. Dann gebe ich dir ein Visier. Jetzt war es ein Visier. Sie hat ein ärztliches Attest. Sie ist davon befreit. Ja, und sie benötigt kein ärztliches Attest. Jetzt kam das Visier, habt ihr alle gehört. Und dann bietet ihr also dieser Mitarbeiter das an, sehr freundlich. Und dann wusch, der Twist in der ganzen Geschichte. Sie hat ein ärztliches Attest. Dann will der Mitarbeiter irgendwas sagen und dann kommt direkt als Unterbrechung,
Aber sie braucht gar kein ärztliches Attest. Und das ist natürlich jetzt spannend. Aus Sicht des Arbeitgebers würde ich jetzt hellhörig werden. Also ich würde hellhörig werden, wenn ich so eine abstruse Geschichte jetzt hören würde, von wegen, sie hat einen Attest, aber sie braucht es nicht. Da würde ich das sehr merkwürdig finden. Warum habe ich einen Attest, wenn ich es nicht brauche? Das macht keinen Sinn. Und warum, wenn ich einen Attest habe, das mich von der Maske befreit, gehe ich an einen Ort, wo ich zwingend eine Maske tragen muss? Das macht auch keinen Sinn, meiner Ansicht nach. Also da hat er sich mal wieder total ins Abseits gerade katapultiert. Und ich möchte gar nicht in Abrede stellen, dass sie vielleicht sogar berechtigterweise einen Attest hat, aber dann macht sie trotzdem meiner Ansicht nach den Fehler, an einen Ort zu gehen, wo man zwingend eine Maske braucht. Die Tatsache, dass er dann aber, also der Freund jetzt wieder, diesen Turn da macht, so nach dem Motto, sie hat einen Attest, aber sie braucht keinen Attest, lässt mich an der Geschichte mit dem Attest generell zweifeln, weil dieses hin und her und hin und her, das ist schon meiner Ansicht nach maximal dubios. Natürlich gibt es Erkrankungen oder Grunderkrankungen, die durch das Tragen einer Maske theoretisch verschlimmert werden könnten. Ja, und dafür ist dann natürlich auch, da wird er gleich, glaube ich, nochmal Bezug drauf nehmen oder hat es gerade getan, auch in der Hamburger Verordnung im Umgang mit Covid-19, im Passus, dass es die Möglichkeit der Befreiung der Masken von der Maskenpflicht gibt. Korrekt, gibt es. Ich will aber den Arzt sehen oder den Fälscher von Attesten sehen, der da einfach draufschreibt, weil schwanger muss sie keine Maske tragen. Ich bin ja wirklich mal nicht der schlauste YouTuber auf der Welt. Nicht mal ansatzweise. Aber ich habe studiert und zwar Medizin und kenne mich damit ein bisschen aus. Ja, es gibt Erkrankungen, da macht eine Maske Sinn, sie zu tragen. Es macht aber auch bei manchen vielleicht die Beschwerden stärker. Und da kann man sich dann ja befreien lassen. Eine Schwangerschaft an sich reicht meiner Ansicht nach aber nicht aus, um jemanden von der Maske zu befreien. Wenn beispielsweise diese Frau jetzt eine Asthma-Bronchiale hätte oder eine andere Lungenerkrankung oder sonst irgendwas und dann, wie gesagt, mit einem dicken Bauch, der auch noch alles nach oben drückt, dann irgendwann per se schon Luft nötig wird und dann noch eine Maske drauf, das ist ja ätzend, das ist dann Stress und Stress ist weder gut für die Frau noch fürs Kind. Da kann man es ja verstehen, wenn man dann sagt, nee, du brauchst keine Maske. Unter den Umständen würde ich aber immer noch nicht ins Kino gehen. Egal. Aber dann kann man verstehen, du brauchst keine Maske. Diese Frau jetzt in diesem Video steht da total entspannt, beziehungsweise extrem genervt eigentlich. Man weiß nur nicht von wem. Entweder von dem Herrn, der ihr kein Popcorn verkaufen will, oder von ihrem Freund. Und sieht jetzt nicht irgendwie aus, als hätte sie einen maximalen Leidensdruck, wenn es darum geht zu atmen. Warum sie für diese 5 Minuten, da ist ja auch anscheinend kein anderer, da ist ja keine lange Schlange. Also wahrscheinlich wäre es 1 Minute, die sie da stünde, um Popcorn zu bestellen und ins Kino zu gehen. Warum sie da keine Maske aufsetzen kann, erschließt sich mir nicht. Und klar, sie kann trotzdem das Attest haben, aber aufgrund dieses abstrusen Wechselspiels von wegen, sie hat einen Attest, aber sie braucht ja gar keinen Attest, glaube ich persönlich nicht daran, dass da wirklich irgendwas in schriftlicher Form festgehalten ist, was sie von der Maske befreit. Weil, wie gesagt, die Begründung, schwanger, reicht nicht aus. Ich sehe tagtäglich, auch wenn ich selber nicht in der Gynäkologie arbeite, natürlich viele, viele Schwangere, die laufen da auch über die Flure und die tragen alle eine Maske, egal in welchem Monat die sind. Da sind Hochschwangere, die tragen eine Maske. Und warum? Weil sie sich schützen wollen, sich und auch das ungeborene Leben. Dazu später nochmal mehr. Wir gucken weiter im Video. Wenn du richtig informiert wärst, würdest du wissen, dass in der Corona-Verordnung von Hamburg steht, aus gesundheitlichen Gründen brauchen wir alle keine Maske zu tragen. Aus gesundheitlichen Gründen brauchen wir alle keine Maske zu tragen. Ja, klar, das macht Sinn. Also das impliziert ja schon wieder, dass jeder quersitzende Furz theoretisch berechtigen würde, die Maske abzusetzen, was de facto einfach so nicht stimmt. Ne? Es braucht wirklich ein ärztliches Attest, was fundierte Informationen und Gründe anführt, warum man von der Maske befreit wird. Meiner Ansicht nach, wenn ich jetzt jemanden das attestieren müsste, würde ich niemals draufschreiben, Schwangerschaft, weil für mich reicht das nicht. Ne? Also
kann ja jeder aus seiner eigenen Erfahrung mal berichten in die Kommentare, falls ihr schwanger seid. Ich glaube, dass die Maske nicht toll ist, aber wir reden ja jetzt hier nicht irgendwie von 120 Minuten Fußball, also inklusive Verlängerung, was man sich anschauen will im Stadion mit Maske oder keine Ahnung, irgendwie irgendwas anderes, was langwierig ist, sondern wir reden hier von gottverdammten maximal 2, 3 Minuten eine Maske. Und so entspannt, wie die aussieht, tut mir leid, das sollte doch drin sein. Meine Güte. Dein Hausrecht setzt sich über das Recht einer schwangeren Frau. Boah, und das ist so der Moment, wo ich schon maximal explodiert wäre, weil das ist assi, ja? Klar, das ist diese typische Mentalität, Kunde ist König, ja? Der Mitarbeiter ist der Diener und die beiden, das Pärchen, sind die Kunden und damit die Könige, die jetzt hier mal hier, ne? Pfeifen und du hast zu springen. Ne? Das Verhalten kotzt mich an. Das mag ich überhaupt nicht. Und selbstverständlich steht das Hausrecht über dem Recht der Frau auf Popcorn. Also, verstehe die Frage eigentlich nicht. Ne? Also, das ist total bekloppt. Ne? Das ist total bekloppt. Das ist der Inbegriff eines First World Goddamn Fucking Problems. Ja? Popcorn. Es geht um Popcorn. Popcorn. Merkst du noch was? Und natürlich hat der Mitarbeiter vollkommen recht, wenn er hier mit der Argumentation Hausrecht kommt. Ich bin kein Jurist, aber also aus moralischer Sicht pflichte ich ihm dabei, weil das einfach maximal abstrus ist. Es gibt kein Recht auf Popcorn. Es gibt ein Recht, Popcorn zu erwerben, wenn die Umstände es ermöglichen. Und die Umstände in diesem Kino scheinen ja auch mal zu sein, du musst eine Maske tragen und an den Tresen vortreten und dabei eben diese Maske auch wirklich tragen und aufgesetzt haben. Wenn du das nicht hast, hast du auch kein Recht, hier Popcorn zu erwerben. Ganz einfach. Also, für dich zumindest. Ich find das logisch. Weiter. Niemand zwingt euch ins Kino zu gehen. Es geht darum, diese Frau hat Hunger. Diese Frau hat Hunger. Bester Satz ever. Der wirklich, geh nach Hause, mach dir eine Pommes, aber halte, also ich bin jetzt dankbar natürlich für diese Eskalation, klar, weil es ist wirklich belustigend. Es ist gottverdammt traurig, aber es ist auch irgendwie maximal lustig. Ja, das ist unterlassene Hilfeleistung. Und der Typ im Hintergrund, der kann auch nicht mehr. Ey, das ist der Hammer. Das Lachen ist echt cool, wie der eskaliert. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Also, jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist unterlassene Hilfeleistung? Also, wenn du auf der Straße eine Person liegen siehst, beispielsweise, die entweder noch bei Bewusstsein ist und sich nicht selber mehr helfen kann oder schon bewusstlos ist, dann ist das eine hilflose Person. Und wenn du an dieser hilflosen Person vorbeigehst, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Da ist jetzt eine Frau, die ist in einem Kino. Die ist ein bisschen angesäuselt und ein bisschen angepisst, weil sie eben keinen Popcorn zu kriegen scheint oder weil ihr Mann sie gerade maximal lächerlich macht und instrumentalisiert. Die sieht total entspannt aus. Die sieht jetzt nicht gefährdet aus, vital gefährdet. Okay, und sie hat Hunger. Okay, ja, aber trotzdem. Auch eine Schwangere hat Fettreserven. Was ich damit sagen will, die hat Energiereserven. Ja? Die wird jetzt nicht innerhalb der nächsten 5 Minuten verhungern. Das ist also keine unterlassene Hilfeleistung, wenn ihr jetzt kein Popcorn verkauft wird. Andere Meinung in die Kommentare. Wir gucken weiter. Und du bist auch ein Clown. Nein, ihr seid alles erbärmliche Leute. Erbärmlich. UCI ist so erbärmlich. Einfach nur erbärmlich. Alter. Jetzt Traurig. kannst du auch noch warten, die Polizei ist gleich da. Ja. Ja, genau. Ne? Der bewegt sich nämlich langsam zum Ausgang. Seine Freundin sieht man schon gar nicht mehr. Und ich weiß, ich möchte ihm jetzt nicht unterstellen, dass er die Situation jetzt langsam begreift, weil das tut er offensichtlich ja nicht. Aber er hat Schiss. Ne? Er hat Schiss, weil er weiß tatsächlich, dass er im Unrecht ist. Tja. Und da finde ich die Reaktion vom Mitarbeiter einfach nur cool. Jetzt kannst du auch noch warten. Und Polizei ist gleich da. Spitze, echt, also richtig grandioser Mitarbeiter. Ich warte gerne. Ja. Und dann? Sollen die uns Popcorn verkaufen, oder was? Alter, der ist auch assi, ne? Also diese rhetorische Frage, sollen die uns dann Popcorn verkaufen oder was? Der sieht sich ja immer noch offensichtlich im Recht.
Das geht gar nicht. Nee, das werden die nicht machen. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass du irgendwann verstehst, was dir abgeht. Schönen Tag noch. Und jetzt machen die sich tatsächlich vom Acker. Und dieser, ja, Beisatz, so dieser beiläufige Satz, ich hoffe, dass du irgendwann erkennen wirst, was hier abgeht oder verstehen wirst, was hier abgeht, das hat jetzt so noch so einen maximal faden Beigeschmack, weil da irgendwie so ein bisschen durchsickert, ja, du wirst irgendwann aufwachen, du wirst irgendwann erleuchtet sein, das ist ja alles nur total dubios, alles hier, was hier abgeht mit der Maske und das ist ja überhaupt nicht vereinbar mit unseren Freiheitswerten, aber ich sehe das ja und du siehst es noch nicht, aber du wirst es auch irgendwann erkennen. Ja, erkennen ist so das Stichwort eigentlich. Ne? Vielleicht wird er auch in einigen Wochen, Monaten, Jahren oder auch erst in 10, 20, 30 Jahren erkennen, dass dieses Verhalten, was er hier an den Tag gelegt hat, folgenschwere Impacts auf mitunter sein eigenes Leben, das Leben seiner Frau, das Leben seines ungeborenen Kindes und vielleicht auch auf die Gesellschaft gehabt haben könnte, weil letzten Endes dieses Video ist ja jetzt veröffentlicht worden und spiegelt ja auch nur das wieder, was wir in anderen Situationen auch schon überall erlebt haben. Es gibt Maskenverweigerer da draußen, die einfach sehr aggressiv auftreten, um ihr vermeintliches Recht, keine Maske tragen zu müssen, durchzusetzen, auch wenn sie es de facto nicht durchsetzen können. Weil die Rechtslage eindeutig ist. Im Zweifelsfall kommt die Polizei. Ne? Und Ich finde es erschreckend, ich finde es wirklich erschreckend, dass auch in dieser Situation ein Pärchen, noch dazu schwanger, so auftritt. Ja, es sollte im Interesse des Mannes, aber allen voran noch der Frau sein, sich selbst und aber auch das ungeborene Leben zu schützen. Ja, Covid-19 ist kein Gag. Ja, und auch wenn die Studienlage dazu noch nicht so fulminant dick ist, sondern noch relativ dünn, so muss man noch mal postulieren, dass eine Erkrankung des Kindes oder auch eine Erkrankung der Frau auf jeden Fall eins ist, und zwar schädlich fürs Kind. Ja, ob das Kind jetzt primär selbst erkrankt oder infiziert wird mit Covid-19 oder die Mutter krank wird während der Schwangerschaft, ist vollkommen egal. Sobald die Mutter auffiebert, ist das wiederum auch schlecht für das ungeborene Kind. Und das, finde ich, ist für mich eine Form von Fahrlässigkeit, die ich als auch ja inzwischen Papa einfach nicht nachvollziehen kann. Ich finde es fahrlässig, ich finde es verantwortungslos und ich finde es auch, um den gesellschaftlichen Rahmen nochmal einzugreifen, maximal asozial. Das ist meine Meinung. Ich habe gesagt, schon zu Beginn des Videos, meine Meinung ist da relativ eindeutig positioniert und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich solche Themen anspreche auf meinem Kanal, dann habe ich irgendwie immer so den Faible dafür, immer die andere Bubble anzusprechen und einen Shitstorm zu ernten. Ich stehe da drüber, allen Freunden jetzt auch bei dieser Thematik. Ich stehe da wie ein Fels in der Brandung, weil ich genau diese Position tatsächlich auch tagtäglich lebe. Ja, ich sehe es im Krankenhaus. Ich bin ärztlicherseits als Assistenzarzt natürlich untergeordnet beim Oberarzt und Chefarzt, aber primär verantwortlich für unsere Infektionsstation aktuell und habe da die Covid-Patienten auch liegen und weiß, was Covid-19 ist. Und dementsprechend weiß ich auch keine anderen Adjektive, um das Verhalten dieser Menschen, wie hier im Video gezeigt, zu beschreiben. Es fällt mir einfach nicht ein, das schönzureden oder zu rechtfertigen. Es gibt nämlich einfach keine Rechtfertigung. Jetzt bin ich, wie gesagt, gespannt auf das, was von euch kommt. Ich bin gespannt auf euren Input, auf eure Position zu dem Inhalt des Videos, was gesagt wurde, was eure Meinung zu den einzelnen Passagen ist, wo ich selber hier gerade pausiert habe und meinen Input gegeben habe. Und generell würde mich natürlich auch interessieren, ob ihr auch schon mal Zeuge solcher Streitgespräche geworden seid. Jetzt nicht unbedingt nur im Kino, sondern auch auf der Straße oder sonst wo. Da könnte ich euch auch einiges schon erzählen, das ist der Wahnsinn. Aber wie gesagt, ich habe jetzt erstmal genug geredet. Jetzt möchte ich euch zu Wort kommen lassen, deswegen bin ich auf eure Kommentare gespannt. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen deplatziert, aber mein Kanal ist halt ein Filmkanal. Ich finde, die Thematik ist auch natürlich hier für diesen Kanal noch zugeschnitten gewesen, weil es halt ein Kino war und
es auch von der Thematik grundsätzlich meiner Ansicht nach passend ist, diese Themen, die gesellschaftlich relevant sind, hier zu besprechen. Und jetzt hatte ich tatsächlich mit dem Verweis auf das UCI-Kino in Hamburg auch einen Grund, wo ich sagen kann, da spielt Film ja noch mit rein. Es geht um Popcorn, es geht um Film, es geht um Filmkultur. Und das war jetzt so meine Konnektion, wo ich gesagt habe, okay, da mache ich dazu auch ein Video. Wie gesagt, eure Meinung zu all dem, was ich jetzt gesagt habe und vielleicht auch noch nicht gesagt habe, in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Würde mich freuen, wenn ihr abonniert. Darauf wollte ich ja nicht hinaus, weil ich genau mit euch halt auch zukünftig noch interagieren und diskutieren möchte. Diesbezüglich also jetzt an dieser Stelle nochmal der Verweis da unten, das Abo dazulassen, wenn ihr denn wollt. Und dann war es das auch schon wieder von mir. Nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme mit, aber auch ohne Popcorn sind einfach geil.